Hi Leute, willkommen zu meinem nächsten Special. Natürlich, aber aus Seiten der Universität, aus meinem Studium. Hier seht ihr das Produkt aus meinem zweiten Semester. Incoming! Das haben wir im Laufe des Studiums Games Engine Design gelernt. Ihr seht hier schon, wir haben eine Landschaft generiert. Wir haben Objekte hinzugefügt. Gras, Stein, Gebäude, Türme und natürlich die Aliens, die Erde heimsuchen, Invasoren eben. Es gibt hier insgesamt drei verschiedene Modelle, aber fünf verschiedene Raumschiffe. Es gibt einmal dieses hier, in klein und groß. Dann gibt es den Flitzer hier, der da gerade da war, der da, oder der da hinten. Die gibt es auch in klein und groß. Und der hier, je größer dabei, desto langsamer sind sie, halten aber mehr aus. Je kleiner, desto schneller und halten weniger aus. Wir sind hier in unserem Cockpit und müssen die Gegner zerstören. Und zwar bevor es 100 werden, also vergeude ich hier gerade etwas Zeit. Wir haben dazu die Waffe, einmal die Railgun, also ein ganz normales Maschinengewehr, mit der wir Gegner zerstören können. Oder die Plasmakanone. Die Plasmakanone, die schießt geradeaus, also auf die hat Schwerkraft keine Wirkung. Und die macht sehr viel Schaden, ist aber dafür auch ein bisschen langsam. Die ist vor allem für diese großen Raumschiffe gut geeignet. Aber ihr seht schon, da braucht man auch schon drei, ich glaube vier Schüsse waren es. Vier Schüsse, die man braucht. Oder ein Haufen von denen hier. Das Maschinengewehr, die Projektile des Maschinengewehrs, die werden von der Erdanziehungskraft beeinflusst. Sind aber dafür auch schneller. Ja, schneller. Nee, ich war mir schon sicher, dass sie schneller sind, aber ich habe mich gerade gewundert, was da los ist. Da ist wohl irgendein Raumschiff über uns geflogen. Dann seht ihr hier auch eine Animation, da schießt ihr wirklich zurück, während sich das Maschinengewehr wirklich dreht. Allerdings ein bisschen langsam gerade. Das sollte eigentlich schneller gehen. Ich habe die Beschleunigung wohl ein bisschen zu niedrig eingestellt. Egal. Ihr seht es, es rotiert schneller, es wird schneller, auch wenn es sehr langsam schneller wird. Wie gesagt, zu geringe Beschleunigung. Was es noch gibt, ist hier der Score und der Highscore. Der Score zeigt an, wie viele Raumschiffe wir aktuell zerstört haben, also 21. Der Highscore zeigt an, und das ist, finde ich, echt cool, dass ich das geschafft habe. Das ist nämlich nicht Teil des Projekt ist gewesen, also war keine Hausaufgabe oder sonst was, habe ich selbst noch hinzugefügt, dass der bisher höchste Highscore lokal gespeichert wird, also lokal, nicht im Internet oder sowas, sondern wirklich lokal. Wenn du die Datei einfach löscht, dann wird er zurückgesetzt, dann startet er wieder auf 0 oder so. Ja, Ziel des Spiels, habe ich schon gesagt vorhin, ist es, so viele Raumschiffe wie möglich abzuschießen, bevor es 100 werden, denn sobald es 100 werden, ist die Invasion erfolgreich und man verliert. Dabei kann man allerdings nicht gewinnen, denn es werden so oder so 100. Es spawnen nämlich alle 2,5 Sekunden neue Raumschiffe und ihr seht es schon, wir brauchen deutlich länger als 2,5 Sekunden, um auch nur eines zu zerstören. Selbst wenn wir Dauerbeschuss drauf machen. Von dem her ist es darauf ausgelegt zu verlieren. Es kommt halt nur darauf an, wie viele Raumschiffe man mitnehmen kann, bevor sie die Erde zerstören. So, was gibt's noch? Habe ich noch irgendwas vergessen zu erklären? Ich überlege gerade. Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe die Waffen erklärt. Ich habe den Score erklärt. Ah, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen hatte. Nämlich, wenn ein Raumschiff außerhalb der Sichtweite fliegt, also die Sichtweite ist irgendwo da ganz hinten, ist die doppelte Länge des Areals. Das Areal, man merkt es hier, ist abgeschnitten zum Beispiel. Ich habe versucht, das Cockpit möglichst gut zu platzieren, sodass man es nicht merkt. Oder nur schlecht merkt. Auf jeden Fall, wenn die Raumschiffe
aus dem Areal fliegen, spawnen sie an der gegenüberliegenden Seite neu, behalten aber ihr aktuelles Leben bei. Das heißt, es kann sein, wenn so ein großer großes Raumschiff, so ein Tank, mit, was weiß ich, einem Lebenspunkt überlebt und aus dem Ziel rausfliegt und ich es nicht mehr erwische, dann spawnt er auf der anderen Seite neu mit einem Lebenspunkt und dann muss ich ihn nur noch zack machen und dann wäre er tot. Ich glaube auch, die Minigeschosse hier, die machen, glaube ich, nur einen Schadenspunkt, das weiß ich ja nicht mehr so genau, das ist schon ein halbes Jahr her, dass ich das gemacht habe. Und die großen hier müssten, glaube ich, 25 Punkte Schaden machen. Komm. Ein bisschen schneller hier. Es ist schon wieder hier irgendwo ein Raumschiff. Dann seht ihr noch die Effekte beim Zerstören. Also erstmal beim Treffen. Das sieht man jetzt hier gut. Jedes Mal, wenn man getroffen wird, dann entsteht Schaden, eine Rauchwolke. Das ist jetzt natürlich nicht perfekt, denn die haben ein... Ja, so eine Art Schild, sagen wir mal so, und das prallt dann halt am Schild ab. Genau möchte ich das jetzt nicht erklären. Ich glaube, das würde den Rahmen dieses Let's Specials sprengen, denn ich werde es nur einmal spielen. Das heißt, sobald wir 100 Raumschiffe sind und das Spiel beendet ist, ist auch das Let's Special beendet. Ich will es euch halt zeigen, was ich gemacht habe. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mist, nein. Ach genau, die Explosionen. Wenn sie zerstört werden, dann gibt es eine riesige Explosion und es fliegen kleine Partikel weg. Na, das war's eigentlich. Ich glaube, mehr gibt es da nicht zu sagen. Mal sehen, also den Highscore werde ich nicht brechen, glaube ich. Dafür habe ich in der am Anfang zu sehr gezögert. Aber ich wollte es euch eben ein bisschen erklären. Jetzt ist die Machine Gun, die ist jetzt mittlerweile auch voll in Fahrt. Und wenn ich jetzt aufhöre zu schießen, dauert es auch einige Zeit, bis sie wieder aufhört. Da ist die Bremsgeschwindigkeit der Rotation ist einfach zu gering. Die hätte ich vielleicht verdoppeln sollen und die Beschleunigung, wenn man startet, verdoppeln sollen. Beides verdoppeln. So. Ja. Ich glaube, das war alles, was man dazu sagen kann. Also, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es ist in C++ programmiert. Und in DirectX. Ah, da schon vom Ende. Bei 84, ich habe es vorhin schon mal Probe gespielt, da habe ich 107, glaube ich, geschafft. Oder 108. Leider hast du keine neuen Highscore aufgestellt. Vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Glück. Drück Escape, um das Spiel zu beenden. Ja, den Highscore mit 136, den habe ich selbst aufgestellt. Am Laptop, jetzt spiele ich am Computer. Eigentlich müsste ich jetzt besser sein. Nein. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung. Normalerweise schieße ich auch mit dem Maschinengewehr am liebsten. Ich habe jetzt versucht, abwechselnd zu schießen, um es euch auch ein bisschen zu zeigen. Ja, schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat. Also, wie gesagt, ich habe das im Laufe meines Studiums gemacht. Informatik Games Engineering. Zweites Semester in der Vorlesung Games Engine Design. C++ programmiert. DirectX ist die Grafik, also benutze ich dafür. Ich glaube, mehr brauche ich dafür jetzt nicht sagen. Dann hoffe ich, das hat euch gefallen. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen dazu inspiriert, auch in den Studiengang des Games Engineering zu besuchen. Mal sehen, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und ich hoffe, es hat euch zumindest gefallen, auch wenn es nur ein bisschen gedauert hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute!